Folge 225 von Simotrans. Ja, wir wollten das Weizen vom Obsthof hier rüber haben und das war letztes Mal nicht möglich. So, da müssen wir mal gucken, dass wir das diesmal hinkriegen, beziehungsweise diesmal schauen, warum das nicht passiert ist. Ja, wir hatten das ja geguckt, die stehen immer noch, das heißt, irgendwo fehlt es an der Route. So, die fahren da lang, fahren bis hierhin. Hier wird übernommen und die fahren das nach da. Und hier gibt es einen Zug, der von hier aus Gerste zur Tierfutterfabrik fährt. Getreide Hardexen Südostwald, Getreide Hardexen Alter Getreidehof. Das ist die Strecke und das hier ist... Da fährt einer sogar was mit drauf. Wo ist denn der? Ach so, der steht da und ist noch nicht beladen, okay. Das sind LKWs, das passt also auch gar nicht. Getreide Hardexen, alter Getreidehof, Kohlemine, Getreide Hardexen, Döbeln. Das muss unser Zug sein dann. Oder müssen unsere Züge sein. Was fährt der jetzt? Landwirtschaftliche Güter. Also der kann das Getreide bewegen, oder? Wo ist der jetzt? Ah, der fährt jetzt da lang. Fährt dann da lang. Ah, da sind ja auch mehrere auf der Route. Ja, der kommt gerade an. Und lädt da was ab. Was lädt er ab? Das Tierfutter. Silobare Lose. Aber landwirtschaftliche Güter ist ja passend. Das heißt, bis hierhin kommt's. So, dann fahren die LKWs das eigentlich von hier nach da, oder? Da ist Gerste. Ist die Frage, warum passiert da nichts mehr? Weil die fahren doch hier gerade. Silobare. Ist das Tierfutter? Die fahren hier aber Getreide, ne? Ja. Das heißt, das Zeug kommt bis zum Hafen. So, und am Hafen gibt es landwirtschaftliches Zeug, was von dieser Linie bedient wird, die ich jetzt hier offen habe. Der kommt jetzt gerade von da oben. Hat aber nichts geladen. Puh. Döbelnstadt. Der wird ja jetzt hier gleich rüberfahren. Lass mal gerade schneller fahren. Jo. So. Mal zu. So, kommt dann hier an. Lass mal gerade überlegen. Kann das sein? Irgendwas war mit 8 halten, ne? Ja, ich glaube, das Zeug steigt nur 8-mal um, oder wie ist das? Das bedeutet, da oben ist ein LKW, der von da nach da fährt. Das lass uns mal zählen gehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Einladen auch schon zählt, aber Umsteigen zählt auf jeden Fall. Der fährt das von da nach hier. Das ist der erste Alt. Das ist der zweite Umstieg. Der Zug fährt bis hierhin, ist der dritte Umstieg. Vierter, fünfter. Fünfter, fünfter. Steigt hier um.
wahrscheinlich das sechste Mal dann auf dem Zug. Der fährt nur bis da unten hin. Das ist das siebte Mal. Ich glaube, das war es dann auch. Der kommt schon nicht mehr hier zur Mühle vielleicht. Vielleicht könnte es zur Mühle noch klappen, wenn wir den LKW ganz am anderen Ende... Lass mal wieder die Karte nehmen. Wenn diese LKWs hier... Sag schon... wieso kann ich den jetzt nicht anklicken? Okay. Wenn diese LKWs nicht zu dem altdeutschen Getreidehof fahren, sondern das Stück auch noch weiterfahren. Löschen wir mal. Der weg. Und lassen die mal alleine dahin fahren. Bis da unten hin ist zwar ein ganzes Stück. Aber vielleicht tut sich dann was. Vielleicht reicht ein Halt weniger. Weizen ist ja schon mal da, ne? Nee, das war's nicht. Jetzt müssten wir mal gucken, ob wir den Zug noch darüber jagen. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Machen wir mal. Lass mal hier einen Zug nehmen. Wer fährt denn sonst hier noch auf der Linie? Der hat die Silo-Ware, das passt also nicht. Dann sollten wir auf diesen Tierfutterdöbeln Adenau, sollten wir vielleicht nochmal ein Dingens draufpacken, noch einen Zug draufpacken. Aber den lassen wir mal durchfahren, von da oben bis da unten hin, mal gucken, was dann passiert. Oder wir machen es erstmal nicht. Ah, da müssen wir jetzt erst eine Diesellok haben, nützt nix. Weiß nicht, wie weit da das ist. Waggons. Dann nehmen wir hier einfach Gerste als nächstes kommt, oder? Flachs ist das gleiche. Auch landwirtschaftliche Güter. 52 ist das Beste, nehmen wir den. Frage. Warte, einer geht, glaube ich, noch, ne? Dann bleibt es noch bei halt länger, 5 Jahre. Ist die Frage, ob es Sinn macht, so weit zu fahren, ne? Können natürlich mit dem Zug auch über die ganze Karte rattern. Fahrplan. Achso, das ist ja hier. Lass uns erst hier starten. Da machen wir gleich schon mal die 100% rein. Nicht schlimm, dass es nicht geht. Und dann hat es wieder geklappt mit dem Ding da oben. So, weiter geht's. Jetzt klappt es wieder. So, der fährt da lang. Fährt da lang, fährt hier übers weite Meer. Und kommt dann hier hinten an. Nach da. Und das ist eine neue Linie. Die Linie heißt Güterzug, Getreide, Obst, Hof, Geflügelhof. Da haben wir einen Schreibfehler dran. Obsthof. Geflügelhof. Enter.
Enter. Ist erstmal so gut. Machen wir eine Kopie von. Machen wir noch eine Kopie von. Starten, starten. Starten. Findet keinen Weg. Wieso gibt's da? Ach, das ist ja eine E-Lok. Ich wollte doch eine Diesel-Lok nehmen. Naja, jetzt ist egal. Jetzt müssen wir es elektrifizieren. Macht ja auch Sinn. Oberleitung. Warte mal, hier ist aber schon überall Strom. Wo fehlt denn der Strom dann? Aber wahrscheinlich gar nicht auf der Strecke nach hier hin, sondern... Starten, ne? Findet keinen Weg. Hier ist überall Strom. Hä? Ach, hier ist kein Strom. Zock. 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 Haben wir's, oder? Der kommt da gleich raus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da hinten noch einen LKW losschicken mit landwirtschaftlichen Gütern, oder? Mal Karte auf und springt zum Geflügelhof. Nee, ich will nichts abreißen. Wir gucken, was hier geht. Tierfutter geht hier nur. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt noch hier einen LKW aus, was war das hier? Radolfzell. Da brauchen wir jetzt einen LKW für Getreide. Flachs. Den da. Mit Anhänger. Und Fahrplan. Dahin. Und dahin. Und der bringt das Getreide wohin? Zum Markt. Tja, landwirtschaftliche Güter auf dem Markt weiß ich jetzt gar nicht. Die werden da, glaube ich, gar nicht hingebracht, oder? Die Bäckerei braucht Mehl. Das wird jetzt das Problem sein. Das muss ich erst nachgucken. Hey. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer da... Das geht jetzt natürlich nicht. Hä? LKW Geflügelhof ist die Linie, passt. Mach doch erstmal zu. Guck erstmal, wer hier ankommt oder nicht ankommt. Textilien, Südfrüchte, Obst, Milch, Geflügel, Eier, Bier, Backwaren. Da ist kein Mehl oder sowas bei, kein Getreide oder sowas bei. Shit. Und hier an der Haltestelle. Eier, Mehl und Zucker. Geht also auch nichts. Das ist ganz schlecht jetzt hier, so ein Shit. Also die Reise hier rüber bringt es eigentlich auch nicht wirklich, ne? Der fährt jetzt da schon durch die Gegend ohne irgendwas. Da müssen die LKWs bis zur Mühle vorfahren, ne? Ist halt so. Fahrplan. Löschen und Mühle auswählen hier. Zack. Und LKW. Nein, ich möchte keinen Spielstand auswählen. Ich wollte doch nur einfach eine Linie haben. So ein Shit. Was habe ich da wieder gemacht? So, der da, Fahrplan.
Ach, das ist wieder so passiert. Ich weiß was. Ich muss auf neue Linie klicken, dann klappt das auch, ne? Fahrplan, neue Linie und dann können wir da reinschreiben. LKW, Geflügelhof, Mühle, Schuss. 100% da oben an der Mühle entladen. Zack. Hat er nicht übernommen, ist geil, oder? Ich liebe es. LKW Geflügelhof Mühle Schuss, Schuss minimieren und jetzt hat er es genommen. Und Fahrplan, nee, nicht Fahrplan, kopieren. Und Start, 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 Start. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob auf dem Dingenshof was sich bewegt. Auf dem Obsthof sich was bewegt. Wenn sich da was bewegt, dann hat's geklappt. So, hier sehen wir das noch nicht. Kein LKW wird hier beladen. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ist egal, ne? Was ist hier kaputt? Da gibt es tatsächlich Weizen. Landwirtschaftliche Güter. Die fahren. Aber die fahren nicht. Das ist unser Problem gerade. Der kann 26 Tonnen hier bewegen. Landwirtschaftliche Güter, die sind gefragt. Der fährt von Obsthof zum Getreidehof. Stopp mal. Wir haben diese Linien gar nicht umgestellt, oder? Doch, wir haben sie umgestellt, aber nicht umbenannt. Okay, das ist dann egal, das passt dann noch. Da. Machen wir die große Karte gerade zu. Südostwald. Südostwald. Schuss. So, die kommen hier an. Der steht schon Schlange, weil kein Gleis frei ist. Auch super, oder? Jetzt lass uns schnell hier noch ein paar Oberspannungsleitungen machen. Dann kann er ja vielleicht noch da einfahren. Ja, kann er. Falls mal was frei ist, ne, dann lieber hier auch noch mal machen und wo wir schon dabei sind, ne, machen wir das da auch noch. So, da steht jetzt noch einer und blockiert nämlich super, oder? Das bedeutet, wir machen mal hier noch schnell ein Gleis hin. Und machen da auch Leitungen hin. Und dann machen wir hier einen Bahnsteig hin. Wo ist er? Passt, dann fährt er da auch noch rein. So. Das haben wir. Aber da stehen sie immer noch. So, das Zeug kommt hier hin. Die sind schon hier angekommen und der fährt dann da lang. Warum klappt das nicht? Wir müssen nach da fahren. Weg ist ja kein Problem. Weg ist ja da. So, bis zu dem Bahnhof hier. So, und der stehen die schon parat. Stehen auch schon zu viele, wie wir gerade sehen. Das ist schon wieder schlecht. Die nächsten rücken schon auf. So, wenn das so ist. LKW Geflügelhof Mühle. Ist schon da.
Güterzug Getreide, Obst auf Geflügelhof, der fährt quer durchs Land. Was ist da gerade? Achso, da ist ein anderer LKW beladen worden, ja. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo da das Problem liegt. Hier fährt der LKW dann los. Und der fährt zur Mühle. Ist die Mühle kein Lieferant? Die Mühle und die Mühle sind beides Lieferanten. Beziehungsweise Kunden, nicht Lieferant. Lieferant ist ja der Obsthof. Warum klappt das nicht? Ich weiß nicht. Waren, die angeliefert werden können? Keine. Fabriken mit dieser Halte ist der Bauernhof. Passt. Direkte Verkehrsverbindung besteht hierhin. Gut. Connections. Hier geht es nach Kohlemine, hier geht es zum Maschinenfabrik, hier geht es zum Stahlwerk, Chemiewerk, altes Kohlekraftwerk, Geflügelhof. Geht's da ein? Gut. Direkte Connections hier sind. Alex in Südostwald, Bahnhof und Radolfzell, Nordostwald, Mühle. Auch diese Linie steht. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum da nicht transportiert wird. Ist mir nicht ersichtlich. Karte nochmal auf das Ding und du siehst, dass die Marktmühle da dran ist. Die Mühle dran ist. Ja, keine Ahnung. Ist mir schleierhaft, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir da noch hinterkommen. Vielleicht hat einer noch eine Idee, schreibt das mal in die Kommentare bitte, wenn ihr wisst. Bestimmt der Pumuckl, der weiß es, der hat doch hier schon ganz viele Bilder gemalt, der kennt sich mit dem Spiel doch auch aus. Na? Und die anderen, die alle zuschauen, sind ja doch schon einige Aufrufe immer für Simotrans da, finde ich ganz cool. Okay, nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, wie schon gefordert, bitte reinschreiben, wie ihr oder wo ihr gesehen habt, was ich falsch mache oder erkennt, dass ich was falsch mache. Und dann, ja, ist noch die Möglichkeit, das Video auf anderen Kanälen zu teilen. Simotrans Forum könnt das mal reinhauen oder sowas oder auch, weiß ich, auf anderen Kanälen, egal wo. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.